Herzlich willkommen bei den Bruder Games und ihr seht natürlich schon am Titel, Rainbow Six Siege holt wirklich Splinter Cell zurück und wir werden Sam Fisher als neuen Operator in der nächsten Season sehen bei Rainbow Six Siege und ich freue mich da natürlich sehr, sehr drauf. Ich habe da richtig Bock, weil ich ja natürlich ein großer Fan bin von Splinter Cell, natürlich auch von Sam Fisher und die Spiele natürlich auch alle gezockt habe. Und was Shadow Legacy uns sozusagen alles bringt, werde ich euch gleich nochmal nach dem kleinen Trailer zeigen oder sagen und wir gucken uns das gleich gemeinsam nochmal an. Ich will euch aber erstmal kurz den neuen Operator Zero euch ganz kurz vorstellen. You should know better than to write me off. Consider this a teaching moment. Am 16. August ist es also soweit, da kommt es ein neuer Update, beziehungsweise ist es ja momentan so, dass Rainbow nur noch einen Operator rausbringen will und nicht nur zwei, sondern wirklich nur einen Operator pro Season ungefähr und was natürlich nicht so auf guten, gesunden Boden gefallen ist. Viele Leute freuen sich natürlich immer, wenn es zwei Operator gibt und mehrere Maps, die rauskommen und da wurde in den letzten Jahren ja immer mehr reduziert. So, was wir alles über Sam Fisher wissen müssen, ist natürlich klar, welche Fähigkeiten hat er. Er hat natürlich eine Sticky Cam, er verschießt sozusagen eine Kamera mit einer Pistole und kann damit natürlich sehr, sehr gute Gebiete sozusagen auskundschaften, die man vielleicht normal mit der Drohne nicht erreichen würde. Die Primärwaffe ist natürlich SC-3000K und die MP7 wird er mit natürlich tragen können. Und die Sekundärwaffe ist die 5.7 USG, da freue ich mich natürlich auch richtig drauf. Gadget natürlich sind die Frag-Granaten und die Claymore, die er natürlich bekommt und ist auf jeden Fall ein geiler, geiler Operator. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, ich bin auf jeden Fall gespannt, was Shadow Legacy noch so rausbringt, beziehungsweise die andere Änderung oder sollte ja der Rework an Tachanka sein. Tachanka sollte ja in Zukunft einen Granatenwerfer mit Brandgranaten bekommen. Mal gucken, ob das passiert. Ich freue mich auf jeden Fall. Und ebenso natürlich kriegt er auch die Mini-Breach-Charges. Also ich freue mich auf die nächste Season beziehungsweise auf Shadow Legacy. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Das war es erstmal von den Brüder Games. Macht euch auf jeden Fall einen wunderschönen Abend. Peace out und reingehauen.